Wir schauen uns die Details von einem Humerus an. Humerus ist ein langer Röhrenknochen. Wir haben ein Kaput. Aufpassen, hier gibt es zwei Hälse, weil sich die Anatomen und die Chirurgen noch immer nicht einig sind, wo er sitzt. Das ist das Collum Anatomicum und hier findet man das Collum Chirurgicum. Wir haben, wie beim Femur, auch zwei Höcker, nur heißen sie hier Tubercula, ein Tuberculum minus und ein Tuberculum majus und dazwischen ein Sulcus intertubercularis, da zieht die lange Bizepssehne durch. Circa auf halber Strecke des Knochens finden wir die Tuberositas deltoidea für den Musculus deltoideus. Hier hinten finden wir den Sulcus nervi radialis für den Nervus radialis. Am distalen Ende gibt es einen Condylus mit zwei markanten Stellen, einen Epicondylus medialis und einen Epicondylus lateralis. Ihr könnt es euch gleich merken, hier am Epicondylus medialis, das ist das narische Beinchen, hier zieht der Nervus ulnaris vorbei. Jetzt haben wir auf der dorsalen Fläche einen Loch, das ist die Fossa olecrani. Hier hakt der Prozessus olecrani oder das Olecranon der Ulna ein. Das hier ist die Trochlea, hier gleitet die Ulna herum, die Trochlea, und hier oben findet der Prozessus coronoideus, der Ulna, seine Aufnahme. Das heißt, diese Grube ist die Fossa coronoidea. Aufpassen, das Ding heißt Fossa coronoidea. Bei der Scapula beschreiben wir einen Prozessus coracoideus. Coracoideus, der Rabenschnabelfortsatz auf der Scapula, nicht verwechseln mit dem Prozessus coronoideus auf der Ulna, der hier in die Fossa coronoidea hineinpasst. Hier haben wir das Capitulum humeri, das Köpfchen des Humerus, hier artikuliert das Caput vom Radius. Also Caput humeri, Capitulum humeri. Das hier nochmal ist die Trochlea.